Das ist das SZ. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute bringe ich dir bei, wie man das SZ schreibt. Ja, das scharfe S oder auch das deutsche B, wie manche es nennen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Also, ich habe hier einen Block und dann werde ich versuchen, es möglichst sichtbar für dich zu schreiben. Und zwar, wenn du das SZ per Hand schreibst, dann wir setzen an, also hier ungefähr ist die Linie, ja. Wir setzen, ich hoffe, man sieht das gut, ja, wir setzen hier an, dann gehen wir nach oben, dann gehen wir ganz weit nach unten und dann geht es wieder nach oben und dann formen wir das B, ja, und dann geht es weiter, ja. Ich kann zum Beispiel schreiben, ich und dann Hi und dann hier, ich schreibe natürlich ich heiße, ja, und ich habe Hi geschrieben. Und dann nach dem I gehe ich, wie gesagt, hoch. Ja, ich bin sehr weit hochgegangen. Und dann gehe ich ganz weit nach unten. Ja, wie beim P. Als würde ich ein P schreiben. Ja, beim P würde ich ja auch weit nach unten gehen. Und dann wieder nach oben. Ja, bis hier oben wieder. Und dann das B. Und dann ein E. Ja, also so würde man ich heiße schreiben, ja. Eventuell habe ich ja ein bisschen übertrieben, also man muss nicht vielleicht ganz so weit nach unten gehen, also ich kann auch schreiben, so, wenn ich das mal, so würde ich es einfach schreiben, wenn ich es schnell schreiben würde, ja. Und so schreibt man das kleine SZ, ja, also das ist, so schreibt man den Kleinbuchstaben, und wie schreibt man das große SZ? Wie schreibt man das SZ, wenn man einen Großbuchstaben schreiben möchte? Nun, das war eine Fangfrage. Es gibt das SZ nämlich nicht als Großbuchstaben, ja, weil kein Wort mit SZ anfängt. Ja. Man findet das SZ nur als Kleinbuchstaben in einem Wort, niemals am Anfang. Wenn ich jetzt alles groß schreiben möchte, ja, angenommen, ich sage, okay, ich heiße, schreibe ich jetzt I, großes C, großes H, so. Und dann großes H, großes E, großes I. Was mache ich jetzt? Das SZ gibt es ja nur als Kleinbuchstaben. Hm? Ich schreibe, wenn ich alles in Großbuchstaben schreiben möchte, dann schreibe ich S, S, dann E. Ja? Dann schreibe ich das so. Ja? Ich schreibe das SZ nochmal über die ganze Seite. Und ihr könnt es gerne zu Hause auch üben. Ja? Nimm dir ein Blatt Papier und mach mit. Ja? Dann können wir gemeinsam das SZ schreiben. Ich setze in der Mitte an oder auf der Linie. So. Dann geht es hoch. Dann runter. Dann wieder ganz hoch, dann das B und dann geht's weiter. Ja, das ist das SZ.
Ja, und wie das natürlich immer so ist, jeder hat seine eigene Schreibschrift und jeder schreibt die Dinge ein bisschen anders. Das heißt, der eine wird diese Lücke hier nicht so groß machen, der andere wird das B ein bisschen kleiner machen und so weiter. Da kannst du gerne deine eigene Variation machen. Hauptsache, du gehst nach oben, dann nach unten, dann das B und dann ist es schon ein SZ. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Okay? Jetzt kannst du das SZ schreiben, wenn du einen Stift hast. Aber was machst du, wenn du das SZ mit der Tastatur schreiben möchtest? Nun, wenn du zum Beispiel die amerikanische Tastatur hast, dann gibt es für dich erstmal keine Möglichkeit, das SZ zu schreiben. Dazu musst du deine Tastatur auf Deutsch umstellen. Oder es gibt bestimmte Webseiten, mit denen du das SZ schreiben kannst. Und ich werde dir einen Link in der Beschreibung hinterlassen zu dieser Webseite. Okay? Oder du kopierst das SZ einfach von irgendwo und fügst es in deinem Satz ein. Ja? Aber die beste Option mit dem Computer ist natürlich mit bestimmten Webseiten. Ja? Oder du stellst deine Tastatur einfach um. Ja? Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!